Es ist wie im Haushalt. Wenn die Waschmaschine kaputt geht, dann kannst du den Geschirrspüler auch direkt im Anschluss treffen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir in Schockstarre verfallen und denken, es wird jetzt wieder so wie in der vergangenen Saison. Das ist das Gleiche, wie wenn du auf dem Platz stehst als Spieler. Du solltest positiv nach vorne schauen. Sicherlich, wir sind in engem Austausch mit unseren Ärzten, mit der medizinischen Abteilung, Florian natürlich auch, mit den Spielern. Gucken natürlich auch, was das Beste ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt in Panik verfallen und denken, oh Gott, jetzt bricht uns wieder die komplette Mannschaft weg. Wir wollen wirklich positiv nach vorne schauen. Und ja, es ist wie im Haushalt. Wenn die Waschmaschine kaputt geht, dann kannst du den Geschirrspüler auch direkt im Anschluss treffen. Dann muss man sich kurz schütteln und wieder positiv nach vorne schauen. Nein, man muss schon sagen, Manu lebt ja auch von seiner Athletik, von seiner Physis. Das ist ein Element, was uns unheimlich gut tut in unserem Spiel. Er ist jemand, der dann eben auch mal ein Zeichen setzt, mal dazwischen haut. Sicherlich in der einen oder anderen Situation fehlt es da vielleicht auch noch ein Stück weit an Erfahrung, aber er ist wirklich auf einem sehr guten Weg, entwickelt sich. Ich glaube, mit dieser Entwicklung hat ja jetzt keiner sofort gerechnet. Wir wussten, dass er ein sehr großes Potenzial hat. Klaus, der muss sich da keine Sorgen um seinen Rekord machen. Das wird Manu nicht schaffen. Stelle ich jetzt mal so verfrüht für die nächsten 12 Jahre in den Raum. Es gibt Spieler, die leben halt auch von dieser Mentalität, von dieser Aggressivität. Und das ist das, was wir auch brauchen. Und solange es da auch wirklich fair zugeht, ist das kein Grund, da irgendwie für uns da auch den Finger zu heben. Also Manu kann schon die Situation einschätzen, aber klar, mit fortlaufenden Bundesligaspielen wird er da auch an Erfahrung sammeln. Aber wir sind da völlig zufrieden, auch was seine Spielweise angeht. Er hat natürlich eine sehr hohe Qualität. Was ich wirklich bei ihm schätze, ist seine Spielintelligenz, seine Spielübersicht. Er hat einfach ein sehr gutes Gefühl für die Situation, für entscheidende Pässe. Und dann hat er natürlich auch die Qualität, diesen Pass punktgenau umzusetzen. Und ich glaube, ein großes Plus, was er eben auch noch hat, Max hat wirklich das Talent. Er kann sich mit vielen Sachen beschäftigen, aber wenn er konzentriert sein muss, ist er auf dem Punkt da. Und das ist das, was ich damals auch immer gesagt habe. Er ist einer, der vorne weggehen will, der auch in jedem Training Gas gibt und diese Siegermentalität auch im Training an den Tag legt. Und mich freut es zu sehen, dass er wieder fit ist, auch dass er in Deutschland spielt. Und ich glaube schon, dass er auch das Unioner Spiel sehr belebt. Aber es ist trotzdem eine gute Frage, die ja immer wieder kommt, gerade wenn man mal Bayern und Dortmund vor der Haustür stehen hat, die anklopfen oder wo man selber hinfährt, wie auch immer. Ihr wisst doch, wie das ist im Fußball. Im Fußball ist ja nichts so richtig planbar. Und im Endeffekt ist es ja auch, man wächst mit Herausforderungen. Aufgrund unserer finanziellen Situation und wie ihr ja alle wisst, wie die ja auch aussieht, ist es ja nun mal so, dass wir auch Spieler, Davy Klaassen, ja auch Qualität verloren haben. Und wir haben ja auch immer gesagt, wenn wir sportlich überzeugt sind, wenn es finanziell passt, würden wir noch was tun. Dem war nicht so. Und wir haben aber auch gesagt, dass wir von unserer Mannschaft und von den Spielern überzeugt sind. Wir haben eine junge Mannschaft, der man Fehler verzeihen muss. Eine sehr entwicklungsfähige Mannschaft, die wir auch weiterentwickeln wollen. Das ist ganz einfach unser Anspruch. Und ich glaube auch, dass wir, sicherlich ist ja auch klar, wir müssen Punkte sammeln, natürlich. Aber trotzdem müssen wir der Mannschaft auch Zeit geben, sich zu entwickeln. Ich glaube, wenn man das jetzt so die letzten Wochen sieht, ich habe da ein bisschen eine andere Meinung, als es auch im Großteil in der Öffentlichkeit dann vielleicht auch rübergekommen ist, weil ich fand schon, dass wir in jedem Spiel immer wieder auch sehr positive Ansätze gesehen haben. Wir wissen auch, dass noch nicht alles so ist, wie wir uns das auch vorstellen. Aber da, wie gesagt, wir wollen die Qualität der Mannschaft oder die Spieler weiterentwickeln und die Spieler werden sich auch individuell weiterentwickeln. Auch wir als Mannschaft werden uns weiterentwickeln. Wir wissen einfach auch, dass wir uns Punkte erarbeiten müssen. Das tun wir, aber natürlich auch mit der gewissen spielerischen Komponente. Und an der arbeiten wir natürlich weiterhin. Also wir sind sehr zufrieden auch mit der Entwicklung, die er bisher genommen hat. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, wo ich auch gesagt habe, dass es einfach wichtig ist, dass man ihm die Zeit gibt. Er hatte ja nicht die Möglichkeit, auch während Corona
so zu trainieren, wie es ja, adäquat kann man nicht trainieren, aber für ihn war es besonders schwierig. Er konnte wirklich nur im physischen Bereich arbeiten. Jetzt ist er wieder auf den Platz zurück und auch die körperliche Komponente kommt immer weiter dazu. Wie das jetzt auch im Hinblick für Freitag, habe ich jetzt mit Florian noch gar nicht drüber gesprochen. Ich glaube, was jetzt auch kein Geheimnis ist, dass wir schon ein paar junge Spieler auch einbauen in dieser Woche, die auch mittrainieren, weil sie sich das einfach auch erarbeitet haben in den letzten Wochen durch wirklich sehr gute Leistungen.